Willkommen bei Pixelfehler Hamburg. Heute habe ich mal ein Instrument für euch zur Reparatur, ein für deutsche Verhältnisse etwas exotisches Instrument. Es kommt aus einem Chevy Silverado. Das ist relativ baugleich mit vielen verschiedenen von GM hergestellten Fahrzeugen oder Instrumenten. Wird verbaut im Cadillac Escalade, im Chevy Avalanche, im Hummer zum Beispiel auch, im H2 oder im Trailblazer Tahoe. Also es gibt sehr viele Fahrzeuge, die dieses oder ein ähnliches Instrument, was mehr oder weniger baugleich ist, verbaut haben. In diesem Fall häufiger Fehler ist, dass die Zeiger stehen bleiben, dass die Stellmotoren kaputt sind oder wie in diesem Fall jetzt hier, ganz speziell, wenn ich ihn jetzt anschalte, sieht man, dass man nichts sieht. Also es funktioniert gar nicht, ist komplett aus. Und jetzt zeige ich euch einmal eine komplette Überholung, wie wir das hier machen. Ich denke, es ist ganz interessant. So, zuerst öffnen wir die Blenden. So, die Klipse aufhebeln. Hier sind sie ein bisschen versteckt. Hier muss man innen drin, hier unten drunter. Dann kommt er hoch. Den Deckel abnehmen. So, die Zeiger kann man dann. Man hört hier schon, dass sie so rattern. Der sitzt komplett fest. Der ist auch nicht mehr okay. Ja, vielleicht noch. Nein, nein. Im Endeffekt sind hier alle Stellmotoren kaputt. Also eigentlich ein Totalschaden mit diesem Instrument. Aber das bekommen wir wieder hin. So, die Zeiger hebeln wir ab. Rückseitigen Deckel abmachen. So, das hier brauchen wir auch nicht. Hier haben wir unsere Platine. Die nehmen wir jetzt raus. So. Also, jetzt in diesem Fall haben wir 6 Stellmotoren. Hier sieht man schon, hier ist nochmal ein 7er vorbereitet für ein anderes Fahrzeug, was dann noch ein Instrument mehr hat. Jetzt müssen wir einmal die Stellmotoren alle auslöten. Die Lampen tauschen wir auch alle komplett aus. Die sind für die Hintergrundbeleuchtung der Ziffernblätter. Und machen wir ein paar Lötarbeiten und dann werdet ihr sehen, dass er danach wieder wie neu ist. So, dazu brauchen wir eine Entlötpistole. Jetzt entlöte ich erstmal die Kontakte, die Beinchen von allen Stellmotoren. So, da kann man leicht drauf drücken. Dann kommt der Motor schon raus. So, die kann weg. Als nächstes entlöte ich alle Lämpchen.
So, diese Lampen, wenn man hier sieht, sitzen zwar in so einem Sockel drin, aber sind ganz leicht, nur ganz wenig Kontakt hier mit diesen dünnen Bändchen. Wir nehmen andere Lampen nachher ohne Gehäuse, die wir direkt drauflöten. Die gefallen mir einfach besser. So, jetzt müssen wir noch ein paar Lötarbeiten machen. Wie man sieht, haben wir hier ein paar Widerstände, die löten wir alle nach. Die sind auch alle schon ein bisschen braun geworden hier, die Stellen. Das sieht man, da war Wärmeentwicklung. Also diese Widerstände werden jetzt alle nachgelötet. Sehen, dass der Widerstand auch schon los war. Okay, so jetzt nochmal neues Lot auf die Kontaktpads für die Lampen. So, habe ich eben schon gesagt, welche Lampen ich nehme. Also ich nehme andere ohne Gehäuse. Die sehen so aus. Und wir haben die Kontaktdrähte hier direkt dran. Und man kann sie direkt auflöten und sie halten auch sehr stabil. So, legen wir die Beinchen einfach nur auf. Kann man am besten als erstes machen, bevor man die Motoren wieder einsetzt, weil dann sind die beim Löten nicht im Weg und man kommt besser dran. So, schneiden wir die überstehenden Beinchen ab. So, die Lampen kann man ganz einfach dann ausrichten, ein bisschen gerade drehen. Und die sitzen auch wirklich sehr stabil drauf. Also kein Problem. So, jetzt gucken wir einmal nach hinten auf die Rückseite der Platine. Hier haben wir ganz häufig so kleine Oxidationen, so wie hier zum Beispiel. Hier oder hier. Da kann man das auch noch mal sehen. Hier kann man es sehr gut sehen. Diese Sachen muss man reinigen. Dafür nehmen wir einen Glasfaserstift.
Und dann werden die Kontakte hier gereinigt. So, ich gucke mal mit der Lupe, ob ich noch was übersehen habe. Ja, hier ist noch einer. Okay. So, dann gehe ich einmal ein bisschen mit Leiterplattenreiniger da drauf. Diese Stellen gereinigt. So, und damit da auch keine Oxidation, keine neue Oxidation entsteht, versiegele ich das hier mit einem Schutzlack. Die ganzen Stellen, wo ich jetzt vorher mal kurz alles aufgeraut habe. Großzügig drauf streichen, schadet ja nicht. So, jetzt brauchen wir unsere neuen Stellmotoren. 6 Stück. Das ist unser Artikel bei uns im Onlineshop PX10890. Die könnt ihr dort bestellen und ja, wenn ihr selber machen möchtet. Wer sich das natürlich nicht zutraut, könnt das gerne auch von uns machen lassen. Kein Problem, wir bieten ja alle Reparaturen auch an, die wir hier vorführen. Meldet euch einfach und dann helfen wir euch. So, die passen natürlich nur einmal. Der dicke kommt hier rein, der dünne Stift in das kleinere Loch. Darauf achten, dass die Kontakte hier nicht verbogen sind, dass sie gerade reinfassen. Ein bisschen aufpassen, so einmal nachdrücken. Drin. Jetzt werden die Rückseiten verlötet, die Kontakte. So, alle verlötet. Lampen noch einmal gerade drehen. So, dann wollen wir mal schauen. So, erfolgreicher Test, wie man hier sieht. Alle Lämpchen leuchten. Man hat auch gleich die Motoren gehört, was alles vorhin aus war. Display zeigt wieder an. Hier Ganganzeige, Odometer, Kilometerstand. Alles wunderbar. So, jetzt bauen wir es eben wieder zusammen. Platine reinsetzen. Jetzt wollte ich noch einmal hier rüber putzen. Machen wir das Glas, wo wir schon mal aufhaben, auch alles sauber. So, das sitzt. So, beim Zeiger aufdrehen muss man noch mal ein bisschen vorsichtig sein.
Da die Motoren etwas empfindlich sind, also aufsetzen auf die Achse und dabei drehen. Drehen und immer wieder ein Stückchen runterdrücken dabei und darauf achten, dass wir dann hier noch einen kleinen Spalt haben, dass der Zeiger nicht schleift. Hier kann man auch nochmal überputzen. Drehen und leicht drücken. Zeiger sind drauf, jetzt müssen wir sie nur noch einstellen. Erstmal eine kleine Voreinstellung. So, und Power on. Kurz warten, bis sie sich auch in Endstellung gezogen haben. So, und schauen wir drüber. Alles ein Stückchen zu hoch. Der auch. Und nochmal. So, können alle noch ein Tickchen. So, die sind alle gut. Der kann noch minimal runter. Falls hier mal sowieso wieder aus. Dürft ihr auch nur machen, die Zeiger verdrehen, wenn ihr keine Zündung anhabt. Falls ihr zu tief seid, einfach eine extra Runde und dann setzt ihr nochmal neu an. Oh. Volltreffer beim ersten Mal. So, wie man sieht, Zeigerstellung überall perfekt. Abschlusstest kann man sie noch einmal hochdrehen. Sowas immer nur machen, wenn keine Zündung an ist. So. Alle Zeiger drehen sich, gehen auf die korrekte Nullstellung. Okay. Das kann man noch einmal überwischen. Das Gehäuseglas putze ich auch immer noch mal. So. Den Stift hier einführen. Darauf achten, dass die Kontakte, die Clips richtig drin sitzen. So, noch einmal anmachen. So, das Instrument ist wie neu. Ja, ich hoffe, es klappt bei euch auch so gut. Die Ersatzteile könnt ihr bei uns im Shop bestellen, Pixelfehler Hamburg. Teile nochmal habe ich euch gegeben. Würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt oder unseren Kanal abonniert. Und falls ihr es euch nicht zutraut oder Probleme habt, kontaktiert uns gerne. Wir machen das für euch, könnt uns die Geräte zuschicken. Und ja, viel Spaß, Erfolg beim Selbermachen. Bis dann, Dirk von Pixelfehler Hamburg. Ciao.